Peace, Freunde, ganz kurz, bevor das Video losgeht, falls ihr auch krasse Boxen, Sleeves oder Matten haben wollt, checkt Sleeve Chief unten in der Beschreibung ab. Erster Link. Wir haben hier einmal die G5 Box, die Pot of Greed Box, OCG Sleeves, Border Sleeves. Es gibt mittlerweile auch Aula Sleeves, eine schöne Matte von Sleeve Chief. Die Produkte können natürlich ausverkauft sein, das heißt immer G61 folgen und Sleeve Chief natürlich auch, damit ihr immer die Releases und die Restocks mitkriegt. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Da würde ich gerne anfangen. Viel Erfolg. Stamp and Face, ja. Main Face. Name ist Work About Cloud Effect. Ja. Drinking Talk. Ja. Würde ich auch gerne seinen Effekt benutzen. Ich werfe jetzt ein Pendel, ein Xyz, Synchro oder für sonst auch von meinem Extra-Deck oder von meinem Deck auf den Friedhof und kann ihn dann special. Ja, Effekt Gate Magician. Der addet mir eine Karte, eine Zauberfalle, die Sarg erwähnt. Okay. Sehe das. Ja, sicher. Also basically Fusion Summon die Sarg, indem ich die Fusionsmaterialien vom Friedhof fand, Extra Deck oder Feld verbannen. Aber die Effekte sind angenehm, außer ich benutze halt wirklich die Originalmaterialien, die auf der Karte genannt sind, halt als Material. Handdeck, Extra-Deck, Spielfeld, die Effekte sind angenehm. Okay, ich benutze halt die Originalmaterialien. Okay. Die musst du verbannen, ne? Die macht ja den. Richtig, okay. Also kann man nicht erschaffen. Ja. Mhm. Exito Panel und Effekt. Und was haben wir? Am Summon edit die mir einen Panel Monster vom Exile wieder auf die Hand. Okay. Und als Quick Effekt in der Main Phase kann ich einen Panel Monster von der Hand oder von der vom Friedhof wiederbeleben. Der Bereich zwischen den Scales entspricht. Okay. Also von der Stufe her. Okay, okay, verstehe. Den Effekt würde ich auch gerne nutzen. Sieben, ne? Richtig. Effekt Absolute Dragon. Specialt mir einen Odd Eyes vom Exile. Mhm. Das war Spell Trap Negate oder? Omni Negate. Omni Negate. Also Negate and Destroy, indem ich einen Panel Monster in mein Extract wieder Stack shuffle, dann wenn das gut läuft. Set ich noch einen. Mhm. Yes. Standby. Mates? Yep. Special? Also der kann es special, dann kann es triggern, so gesehen millen und überlegen doch. Okay. Special. Der Anlaufverband.
Fenrir hier konnte man auch eine Karte banishen, ne? Nicht nur Monster. Ne? Würde ich gerne einen Resolve-Effekt von Secret Panel nochmal benutzen wollen, zum Special, ne? Richtig. Aus Hand oder Friedhof, ne? Hand oder Friedhof, genau. Ein Pendelmonster. Genau, das heißt zwischen der Scale, der Stufe zwischen der Scale. Das ist ein Non-Target. Ja, genau. Würde ja auch keinen Sinn machen, wenn es von der Hand geslashed werden kann. Ist okay. Ne? Schwierig. Geht mit dir schon wieder? Schöne Link auf Rest. Jupp. Ich hab schon gezogen, ja. Genau. Dann? Würde ich das Scarecrow verstehen. Also, Chaining 1, Chaining 1, Chaining 1, Chaining 1, er legt ja. Okay. Der hätte den 4-2, ne? Der 4-2 konnte auch was lernen. Genau. Ja, ist okay. Der 4-2 hätte ein Monster. Scarecrow-Monster. Scarecrow-Monster. Ja. Der edit ein Spell, ne? Ja, ja, genau, Scarecrow-Spell. Nur Spell oder auch Trap? Trap auch. Trap auch. Irgendwas noch Rest? Ja, überlege ich gerade. Ja. Ne, erstmal nicht. Okay. Special Effect. Und wenn drei oder mehr Defense-Monster auf dem Feld sind, kann ich nur eine Karte ziehen. Ja gut, habe ich hier die Hände gespielt. Ja, alles gut. Das war der Reborn, ne? Ja. Aber nur zu einem Monster, wo es nie geht, wahrscheinlich wieder, ne? Nee, das ist egal. Grundsätzlich? Ja.
Perfekt. In drei oder mehr Defense-Position jetzt auf dem Feld liegen, kann ich eine Karte wählen, um zu zerstören. Was würdest du denn gerne zerstören? Und der kann sich selber machen. Das ist relativ voll in der Klasse machen. Ja, indem ich ihn als Tribut anwerte für die Kosten. Okay. Perfekt, so. Perfekt, alles ist dein Board. Ja, alles, ne? Ja, also bei dir. Kann weder durch Karteneffekte wählen, noch durch diese zerstört werden. Und ich glaube, wenn er durch eine Karte... Zerstöre alle Karten, die dein Gegner kontrolliert, kann nicht durch Karteneffekte zerstören. Dein Gegner kann diese Karte nicht erzielen, und diese Karte ein Monster des Gegners zerstört. Und ich glaube, wenn er zerstört durch einen Karteneffekt das Spielfeld verlässt, könnte er sich in die Scale legen. Ja, durch alle Karten, die dein Gegner kontrolliert. Okay. Ich würde Rival aktivieren, um den zu protecten. Wann ist denn die Rival in den Friedhof gekommen? Wann ist die denn in den Friedhof gekommen? Achso, die habe ich geedit, ne? Sorry. Ja, ich wollte schon sagen, hey. Wann hast du die irgendwann in den Friedhof eingeschickt? Stimmt, ja, sorry, ich hab die. Hast du die noch nicht aktiviert, deswegen was erst du hast die geedit und dann im Vierzweil benutzt. Ja, ja, sorry. Alles gut. Okay. Okay. Dann muss ich mal überlegen. Hast du noch ein paar Optionen offen? Kann die jetzt gerade noch irgendwas? Nee, ne? Die hast du benutzt? Die kriegt nur ATK, noch 100 ATK für jede Pendelkarte auf dem Feld, also die noch mal 300 plus. Okay. Perfekt. Ja. Okay. Perfekt ist okay. Ich lege einen Spanischer. Ja. Genommen hast du ja schon, ne? Genommen hast du ja schon. Ja. Dann würde ich gerne auf die Summon überlegen. Perfekt IP. Dann überlegen wir, was ich noch weglegen kann. Das ist Effekt. Das ist der, wenn was verbannt wird, kann ich den Monster angehen. Wen hast du benutzt? Und den und den Vortex. Okay. Also ist ein Ex-Deck-Monster. Ja. Arrival. Ja. Der Fiesel ist Monster Turner. Ja. Du hast beide Effekte schon benutzt. Effekt SP, Torre Target. Revival war ja auch Monster Turner. Nee. Revival ist nicht Monster Turner. Nee. Echt jetzt? Ja. Nur der zweite Effekt, ne? Der zweite. Crazy. Ja. Lass uns nochmal Funko Pop machen und dann den dritten Feedback zu suchen. Schickt man den überhaupt deine Maul? Ja. Nee, ja, Vanadium nicht. Kurz gucken, wie ich das spiele. Ach, das ist Vanadium. Gut zu wissen. Ich dachte, ich spiele die ganze Zeit gegen Scarecrow. Ja.
Wie viel Attack kriegt er dazu? 300. Für jedes für jede Panel Monster. Das Panel Monster oder Panel Karte? Panel Monster Karte. Diese Beschreibung hilft mir auch nicht weiter. Panel Monster, also Panel Karte. Ja, aber du sagst ja Panel Monster Karte. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das macht jetzt auch keinen allzu großen Unterschied. Außer du willst die reine Tricke. Wie viele Handkarten hast du? Nein. Nein. Ich würde Stand by Main. Ja. Pendel? Mhm. Das hier noch vergessen. Ist gut. Noch ein Endface, ja, das ist gut. Das war Visas oder Mada. Ja. Kein Droll.
Leider. Normal. Mhm. Effekt Target. Was macht das jetzt? Special Sturdy und Special Sturdy. Alles klar. Channel 1, Channel 2, Channel 3. Die summoned die wieder. Die specialt mir Meek aus dem Deck und ich kann die Stufe auf um 2 erhöhen. Und die sucht mir eine Manadium-Karte. Ja. Mehr Session? Wenn ich jetzt Clarity lock oder nicht, das ist die Frage. Zwischen Target nicht. Wenn ich das werfen, dann kann ich mir Kalarium enden und wenn ich Kalarium schon kontrolliere, kann ich mir nochmal der andere nochmal den Stand Trap setzen. Wie lange hast du noch? Zwei. Ja. Ja, dann auch ein geiles Deck gespielt, keine Ahnung, das ist Effekt Target? Ja. Meek Effekt? Der ist Special auch was, oder? Ist Special aus dem Deck, genau. Das ist nicht once. Ja, wenn der zerstört wird, Special der Meek aus dem Deck. Die Stufe lässt die aber auch. Ich mache auch auf die. Okay. So. Da sind jetzt einige Plays. Okay. Wird jetzt meine Hand geloopt? Mal gucken. Schreck? Ja. Ja. Weg? Ja. Wenn ich drei kontrolliere, kann ich gleich noch eine Karte holen. Ja. Arrival auf Visas. Der kann auf Visas wieder uns? Ja. Gut, wundert mich aber auch nicht. Baron. Noch ein Schreier dazu. Noch ein Schreier dazu. Ich muss überlegen, welches Spiel. Kein Ding. Nö, kein Schatz. Das ist das Problem an dem Deck. Ja, weil der auch auf dem Synchro zeigt, kriegen die alle Push 700.
Achso, ja, okay, richtig. Ja, ja. Ja. Und der Special hat einen Level 4 oder? Ja, das kenne ich von Crystal Beast, aber das ist lustig. Ja. Ja, ich hab das immer spielen können. Ich hätte dann nochmal machen können, aber ich hab's. Noch ein Omega? Nee, ich hab's. Ja, ich zeig dich dann später. Deiner nächsten Setball ist belastet. Zum Fenrir noch nicht benutzen. Zum Klatschen? Ja. Nee, glaub nicht. Ja. Der ist nur mit Dark. Meine Monster können nicht durch Kampf zerstört werden. Ja. Perfekt. Target. Dann Set einer. Und du da was, wenn der gebanished wird? Wer? Der? Ja. Nee. Was ist dann gebanished? Draw? Ja. Standby. Ja. Ja. Der sucht der. Nee, der mild einen Dragon. Der mild einen Dragon. Ja. Perfekt, was sagt er? Special sich. Wenn ich keine Monster kontrolliere. Achso. Und was kann er auf dem Feld? Wenn er normal aufs Spezial geschoren wird, addet er mir ein Oberste Rache König Pendel Monster. Oberste König einfach nur. Oberste König Tor, Entschuldigung. Okay. Also Special ist Special. Ich kann mir den gleich brauchen. Ja. On Wrestling was? Okay. Was sagt er? Addet mir Oberster König Drache oder Oberster König Tor Pendel Monster. Theoretisch, wenn ich Sarg hätte, könnte ich die auf dem Deck specialen, aber habe ich natürlich nicht. Also. Ja. Ist okay? Ja. Ja. Das darf ich nicht mehr mein Deck dran. Sagt der, wie geht die Activation oder wie Effekt? Activation. Activation. Okay. Und Destroy.
Ja. Das spiel ich jetzt in meinem eigenen Beyond überlege, ob ich den Effekt nutzen will. Beyond Effect. Ja. Achso, warte, du kannst gar nicht switchen. Stimmt, fuck. Shit. Ja, wie mache ich das denn jetzt? Scan. Kann er was, wenn er zerstört wird? Wenn er zerstört wird, nicht. Also er könnte das Scale rein, theoretisch könnte ich ihn selbst zerstören und dann ein Osterkönig Tor vom Deck in die Scale legen. Das könnte ich machen. Scale ist fein. Scale? Das ist ein Achter, ne? Ja. Kann der was, wenn er zerstört wird? Der kann sich auch nur special, wenn er anders also, wenn er in der Scale zerstört wird, macht er nichts. Ja, dann können wir nächste gehen. Na, ah, ich hatte es leider, ich glaube, habe ich mal so viel gezogen. Aber. Ja, ich hätte das aber auch besser spielen können. Ja, trotzdem. Ich muss überlegen, Scheiße, wie spiele ich jetzt um den Kack Omni-Gate rum, weil alles ist ungenutzt. Eine Spekulation war jetzt halt, dass du vielleicht nicht das Scale poppst, sondern auf irgendwas anderes wartest. Beyond, ich hätte eigentlich nämlich mit Beyond Baron schießen können. Wenn ich gepennt hätte. Wenn bei Beyond die beiden Zonen gleichzeitig zwei Monster geschoren werden, kann ich nur zwei schießen. Ah, okay. Und dann hätte ich halt Chaining 2 den Tormagician gemacht, dann hättest du das eigentlich mit Geld bekommen. Ja, ich wollte irgendwie verhindern, dass du keine Pendels machst. Naja, das habe ich mir schon gedacht. Und wenn du Beyond aktivierst und keine Summon machst, kannst du ja auch keine Monster-Effekte aktivieren. Wenn du sie negatest, nicht. Nee, ich meine, wenn du Beyond aktivierst und ja, danach kannst du Geld schießen. Ja gut, klar, dann kann ich weder Monster-Effekte, weder und die Scale-Effekte kann ich auch nicht benutzen. Halt bis ich gependelt habe. Das stimmt, das wäre auch bitter. Das ist natürlich die beste Hand, die man haben kann, wenn man weg. Wenn beide, das ist die beste Hand, die man haben kann. Ich habe es nicht mehr mitgenommen. Ich habe es nicht mehr versteckt. War die Karte, die ich gebändigt habe, war die gut oder war die schlecht? Bitte? Die Karte, die ich mit Omega gebändigt habe, war die... Das hat meine Plays auf jeden Fall ein bisschen verringert.
Ich weiß nicht, ob ich diese Version noch spiele. Worauf ist das einfach? Also, guck mal, noch weiter ganz aufbauen oder? Normalerweise kann ich mit Disparta Omega wiederholen und dann nochmal. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, dass da irgendwie Disparta gleich ja, kommt. Ja, weil ich hatte ein Lied zu wenig. Ich muss das irgendwie. Deswegen dachte ich, warum kommt da jetzt Chaos Angel? Ich dachte, das wäre der Disparta gewesen. Disparta kann ich dann noch mit dran nehmen. Ach so. Ja. Vielleicht wisst ihr jetzt sogar so mal gucken. Ist das Fusion Monster nicht ein Drache? Nee. Das ist kein Drache. Fee. Oh. Das wäre krass. Hey, ich fange an. Jo. Dann haben wir noch 10 Minuten. Alles klar. Standby Face Main Face. Yes. Jo. Perfekt, oder? Ja. Für mich ist nichts. Skate? Perfekt. Perfekt, was sogar? Ja. Der Special zwischen denen. Wenn eine Karte zerstört wird, dann kann ich den Special und dann kann ich mir ein Pendelmonster adden, dass diese Runde zerstört wurde. Ah, okay, verstehe. Und da halt er der Einzige ist, der sich selbst geschossen hat, kann ich auch machen. Und was kann er noch auf dem Feld? Auf dem Feld? Ich glaube, der ist theoretisch auch eine Fusion Summon für Sarg, indem ich ja die Materialien vom Feld oder Friedhof banish habe. Das ist, glaube ich, nur vorgekommen, als er wirklich erschienen ist. Und das ist schon eine Weile her, glaube ich. Ja, perfekt. Timekarte. Negativ. Ja. Ist mir egal. Ja, ja. Stay? Ja, ja. Aufstehen. Ja. Chaining 1 Gate Magician, Chaining 2 Harmonizer. Der war The Search und der, was macht der? Special eine Magician aus dem Deck. Okay. In Defense ja. Und der wird gebanished, wenn er spielt. Okay. Also das Monster aus dem Special. Ja. Ja, und Search. Genau, genau. Ja. Beyond Effect. Ja. War das Special sein aus dem Dings, ne? Nee, Adder. Also Special war schon bestimmt Adder. Das ist ein Quick Effect, genau. In meiner und in deiner Mentos, ne? Für Special. Genau, als zwischen den Skates. Was hast du geaddet? Du weißt noch, hast du noch nicht, ne? Was genau? Nee, das überlege ich gerade noch. Ich nehme den Gate mit dir. Ja. Perfekt. Ja. Mhm. Ja. 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 Ja.
Perfekt. Ja, Special. Genau, Special. Wenn der, was? Wenn der auf den Friedhof kommt. Kannst du einen probieren? Nee, ein, ich glaube grundsätzlich Bot Eis. Ex-Rektor. Vom Ex-Rektor. Ja, das ist okay. Savage? Perfekt. Target Björn. Und zwar. Zwei. Natürlich noch Revolution Dragon, Zahl 500. Ja, den Tag erkennen wir uns. Natürlich nochmal Geld mit in der Hand. Der ist nicht von uns. Nehmen die Special Effects. Ich habe nur den Add-Effekt. Achso, ja, stimmt. Ja. Set noch einen aus. Okay. Drop? Ja. Standby Face? Standby Face? Ja. Negate? Ja. Nee, negate mit ihm. Ja. Ist besser. Nochmal? Main Face. Ja. Du hast zwei Handkarten. Ja. Perfekt. Ja, was macht der nochmal? Er sucht mir Manadium-Karte. Manadium-Karte, ja. Negate und Destroy. Ja. Kollege. Achso. Erste Runde. Ich hab nichts mehr. Ich negiere. Ja. Okay. Ja. Dann geht der Search durch. Ja, das ist ja eben von Chain. Also ich kann den Monster weg nicht drauf reagieren. Was macht die Spell? Kann sie special, ne? Die kann sie special, ja, genau. Dann würde ich gerne einen Resolve überlegen. Ja. Ja. So. So. Ich habe schon mal eine Sache hier. Alles wird zerstört. Ja. Yes, kann ich gewählt oder zerstört werden? Also ich kann nicht. Können wir übernehmen? Ja. Ich nehme. So. Ja. Muss die wählen? Maskarena? Achso, nee, ich hab grad zu weit gedacht. Die wird in die Battleface gehen. Ja. Greife ich IP an? Ja, das sind dann 3-2. Ne? Ja. Ja. Dann gehe ich in den Mainface 2. Ja. Die kann nicht von dir gewählt werden. Vom Gegner. Ich kann ich als dein Gegner, ja. Mich, wie sagst du, Tage? Der wird dann zerstört. Der wird zerstört und der ist beschützt. Ja. Kommt jetzt halt. Ja, dann mach ich weiter, ne? Perfekt. Ja, die habe ich ja schon aktiviert. Ich muss auch schon Battlefest durch, deswegen. Ja. Passt das schon. Ich weiß ja, wie ich was der nächste Deck
Effekt. Target TI. Jetzt zerstört er. Mit zerstört er. Okay. Perfekt. Bis zur nächsten Standby-Phase, ne? Was? Wird's gebanished? Nur zum zweiten Effekt, nicht den ersten. Ach ja, stimmt. Der ist gut dauer. Ja. Sind wir bei Main? Ja. Ende? Ja. Battleface? Nein! Ich hab noch Battleface gesagt. Warte, du hast hier gependelt, ne? Ja. Ja, der muss gerade. Weil er aus dem extra Deck kommt. Wie viel hast du verloren? Du bist bei 3-1. Ja. SP kann nur Banishen wenden. Ich bin auch weg. 1-8? Ja. Das sind dann nur 2 Mal. Ne? 2000, 2500, 2400. Das sind 5000. 4, 9. 6, 9. Ja, du hast dann 1-1. Dann 1-1. Boah.